Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die Renato Sanchez zu Paris Saint-Germain SBC am Start. Und ihr seht es auch schon, es gibt ein Elektrum-Spieler-Pack klein, was wir bekommen, also nichts allzu Besonderes. Wir werden trotzdem natürlich die SBC abschließen. Wir brauchen einen First-Owner-Spieler, was relativ simpel ist, weil ich glaube, jeder wird irgendwelche Silberspieler rumliegen haben, die er eh eigentlich versucht, immer da einzubauen, bevor man irgendwelche Spieler kauft. Dementsprechend, ja, easy going. Frankreich brauchen wir einen, also wir brauchen mindestens einen Franzosen, maximal 6 Spieler aus derselben Liga, einen seltenen, dürfen nur Silber- oder Goldspieler benutzen und 14 Chemie benötigen wir. So, ihr seht im Hintergrund, ich habe auch exakt einen Franzosen und der ist sogar Silber und selten. Kurzer Cut, Leute, wir haben einen Franzosen drin und das ist der gute Leverp aus der zweiten italienischen Liga, ist sogar selten und Silber. Hatte ich im Verein, deswegen hat sich der auf jeden Fall angeboten. Generell habe ich, glaube ich, nur 2 Spieler gekauft. Genau, den Torhüter und den linken Mittelfeldspieler. Ja, ich bin halt einfach wieder meinen Verein durchgegangen und habe geguckt, was ich so für Silberspieler drin habe. Da waren unter anderem halt 2 Norweger mit dabei, ein paar Deutsche hier aus der Bundesliga, dritten Liga und in dem Fall auch der italienischen zweiten Liga. Da hat sich dann auch dieser Leverp halt eben angeboten, weil der eben auch aus der italienischen zweiten Liga ist, den da reinzupacken. Für die Vollständigkeit oder für eigentlich noch einen Chemiepunkt, im Endeffekt war es total unnötig, weil der gute Herr kommt gar nicht aus der norwegischen Liga, sondern aus der schwedischen. Habe ich mir den Keeper noch gekauft, war im Endeffekt unnötig, weil hätte ich mir auch einfach irgendeinen Deutschen aus der dritten Liga kaufen können, hätte genauso viel gegeben, wenn nicht sogar mehr. Müsste eigentlich sogar mehr gegeben haben, denn, oder hätte mehr gegeben, aber egal. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich halt aufgefüllt mit den Deutschen hier. Selke hatte ich noch im Verein. Den guten Herrn aus der zweiten italienischen Liga hatte ich noch als Mittelstürmer direkt im Verein. Das war ganz günstig für den einen Chemiepunkt noch. Und den Deutschen aus der zweiten, aus der dritten Liga war halt auch noch relativ, war halt 400 Münzen oder so gekostet. Brauchte ich halt noch mal ein paar Chemiepunkte. Wir sind jetzt auf 16. Theoretisch hätte ich auch sogar ohne ihn, bin ich sogar auf die Folge gekommen, theoretisch. Wobei er ja dann auch ihm noch mal einen Chemiepunkt mehr gibt. Also wir haben den schon gebraucht, sind dann am Ende aber auf... wobei wir hätten auch einfach nur einen Deutschen gebraucht. Der dritte Liga-Link gibt es nicht mal da, das war ein weiterer Deutschland-Link. Ist ja auch egal, war relativ simpel. Man muss halt einfach gucken, was man selber im Verein hat und dann darüber gehen und ein paar Spieler sich zusammenstellen hier. Gibt ja nicht großartig viele Restriktionen. Wir haben den einen Koreaner hier einfach noch aufgeführt, weil wir eh schon full waren mit der Chemie. Und dann hat es sich relativ simpel ergeben, würde ich sagen. So Leute, haben wir das abgeschlossen und öffnen mal das Pack. Ich erwarte jetzt eigentlich gar nichts weiter, weil ja... Ist wie gesagt nur ein Elektrum-Pack mit einem seltenen Spieler und der ist höchstwahrscheinlich nicht mal Gold. Wie ihr seht, ist er Silber. Vielleicht ja ein guter Silberspieler, der ein paar Münzen bringt. Oh, ist sogar Marquinhos aus der Premier League von Arsenal. Also er könnte theoretisch sogar ein bisschen was bringen. Theoretisch bringt er sogar 1900. Also, ja, kein so schlechtes Pack tatsächlich. Sergi Roberto noch. Unterstellung der Diaz hier. Ich würde sagen, Leute, das war's in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Like und einen Kommentar da, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dann, haut rein und ciao.